Ja, derzeit haben wir So, 37. also Jesse Jezura, boah, noch so ein Zungenbrecher. Jesse Jezura schafft's in die Box. Davon können wir ausgehen. Thomas Strank ist raus. Haben wir hier auch gerade gesehen. Matthias Lamm, ich glaube, der hat auch ein kleines Problem gehabt. Das schauen wir auch mal hin, was ihm da widerfahren ist. So, dann fahren wir im Rückwärtsgang. Oh, der hat, da hat sogar noch jemanden weggeschoben, wenn ich das richtig gesehen habe. Ne, schau mal, was hier passiert ist. Das ist Martin Stellinger. Also sind wir natürlich hier. Martin Stellinger, ja. Schau dir das mal an. Der schiebt ihn hier an und zack. Rüber in die Mauer. Ja, und dahinter ging es aber jetzt gleich dann nochmal weiter, wenn ich das richtig beobachtet habe. Okay, mal schauen. Hier. Ne, das ist Thomas Strank. Was ist hier mit Thomas Strank? Was, hier. So, sagen wir mal, hier fährt er daneben und da läuft alles gut und dann geht es nicht mehr weiter. Dann ist Ende. Ja. So. Und dann schauen wir mal, was hin. Ja, Motor! Hier fängt er an zu qualmen, Motorschaden. Also er wäre ohnehin raus und dann nimmt er unglücklicherweise. Ich meine, er lässt ja die Spur schön hinter sich. Und Jesse, Uiuiui. Voll in den Nebel hinein. Ja, und dann. Das ist Zeitlupe. Boah. Das ist ein böser Unfall. Mich wundert es, dass der Jesse da noch weiterfahren kann. Dass es überhaupt noch fährt, das Auto, das ist ja ein Wunder. Also besten Willen, aber das war hart. Das war unglaublich hart. So, was jetzt mit Matthias Lamm los ist, würde ich auch gerne wissen. Kommt. Überhaupt irgendwer in die Box kommt. Das sieht jetzt erstmal noch nicht so aus. Gucken wir jetzt mal an. Ja, die fahren ja jetzt alle erst runter. Die blöffen ja bis zum letzten Moment. Es gab ja sogar welche, die haben angetäuscht, in die Box zu fahren und sind ja wieder hochgefahren. Das ist hier aber hoffentlich verboten. Aber das habe ich auch schon gesehen in anderen Ligen. Hier wird mit allen Tricks gearbeitet. Naja, alle bleiben draußen. Alle bleiben draußen. Auch, Matthias Lamm. Ja, kommt der rein. Und dahinter rein. Noch jemand? Und, ja, Jesse natürlich. Und Chris Arms. Aber ich bin nicht verwundert. Das Auto, das ist unser eiserner Kämpfer Tino Bonkowski. Ja, das Auto ist wieder fit. Das ist... es wirkt nicht so. Ja, also er kann fahren, sagen wir es mal so. Also es rollt. Ja, gut. Aber es wirkt jetzt nicht so, als ob er jetzt großartig mithalten kann. Das Auto wirkt schon doch durchaus zerstört. So. Viele Cautions bisher. Also das habe ich so selten erlebt. Aber das ist, glaube ich, auch für einen Saisonstart relativ üblich. Gut, in der Höhe, in der Intensität. Ja, das Wort ist richtig. In der Intensität kenne ich das bisher eigentlich auch nicht. Also, dass es mehr Cautions gibt als im Rest des Rennens, das ist eigentlich üblich. Als im Rest der Saison natürlich, als bei den anderen Rennen. Das ist eigentlich üblich, weil alle wollen natürlich einen guten Saisonstart erwischen und dann ist man eben ein bisschen übermütig. Aber dass es jetzt so viele sind... Ui. Also da bin selbst ich ein wenig sprachlos. Ja, vielleicht kriegen wir es ja jetzt dann hin. Ich meine, das. Aber das ist halt das Problem, man kann es, wie gesagt, der Motorschaden, also... Ja. Du fährst dann nur in eine weiße Wand und... Kam halt unglücklich. Und ja, plötzlich... Was das dann? Ja, kam halt unglücklich. Ich überlege auch gerade, was hätte er machen sollen. Also das war wirklich das Sinnvollste, wirklich ganz außen an die Mauer zu fahren. Und hoffen, dass nichts ist. Und hoffen, dass nichts passiert, genau. Das erinnert mich so ein bisschen die Situation an die Formel 1. Das war Hockenheimring, ich glaube 2001 oder so. Mit Schumacher und Burti, glaube ich, der ihm da drauf geknallt ist. Also Schumacher ist gestartet. Relativ gut sogar, und dann konnte er nicht, dann
Getriebeproblem, konnte er nicht mehr weiterschalten. Hing er im Gang fest. So, und dann alle schön an ihm vorbeigefahren, er hält sich auf seiner Spur und Burti sieht ihn zu spät und knallt ihm voll hinten rauf. Hier war es in dem Fall ein Motorschaden, aber an sich gleiche Situation. Okay, so, wenn alle an dir vorbeifahren, dann kannst du nicht einfach mal die Seite wechseln. Nein, er konnte nicht machen. Er ist von Autos links an ihm vorbeigefahren und Jesse hat halt gedacht, dass es rechts vorbeigeht. Er hat gedacht, rechts ist am besten und ja. Ja. Dann. Bei dumme ein Gedanke und so trifft man sich. Ja, das ist eine schöne Zusammenfassung. Ich glaube, das können wir schon als Satz des Tages aufschreiben. Bei dumme ein Gedanke und so trifft man sich. Das passt, glaube ich. Naja. Damit wird die Ausfallliste länger. Ja, aber es hält sich jetzt noch an Grenzen. Drei oder vier Autos bis jetzt. Ja, und ganz wichtig, der Vorletzte, Chris Dahms, ist immer noch bei. Er genau. Hat zwar drei Autos vor sich, die ausgeschieden sind, vier Autos sind raus, drei hat er vor sich, die ausgeschieden sind, aber er ist Vorletzter und immer noch dabei. Das stimmt allerdings. Und er hat's da mehr als Charakter gezeigt. Richtig, also den Thilo Bonkowski da anzuschieben, das war wirklich, also da großes Lob an Chris Dahms. Also für mich schon die Fairness-Aktion der Saison. Also das müssen wir einfach mal festhalten, das ist wirklich hervorragend. So, jetzt leckt sie ein bisschen. Liebes Safety Car. So langsam können wir auch weitermachen, oder? So, Chris Dahms hat sich jetzt nämlich schon ihn einsortiert. Schau mal, wer der andere ist, der hinter ihm hängt. Ja, Thilo Bonkowski. Der, dem er geholfen hat. Fahren nicht im gleichen Team. Wie wir unten an der Einblendung sehen. Und wir gehen jetzt zum Führenden. Sandro. Genau so ist es. So, Safety Car ist noch davor. Ja, die Lichter, die gehen ja, wie gesagt, schon ganz spät aus. Das wissen wir, ja. Aber es bleibt noch ein bisschen. Jetzt fährt er rüber. Ich hatte so eine Ahnung, weil die sich schon alle formiert haben. Daran kann man sie, glaube ich, noch am besten erkennen. Die Lichter gehen viel zu spät aus. So, Sandro, mach's uns ein weiteres Mal. Ja, und hinten wird wieder verpennt. Der vierte, schon wieder. Ja, ein bisschen davor schlafen. Roberto Lai. Da ist direkt die Lücke offen und du kannst es eigentlich schon vergessen. So. Meier, Koch, Petruzziello. Die drei. Unsere Lieblingsgruppe mittlerweile. Ja. Davon? Also, das ist. Also, wir sollten aber öfter hinten schauen, weil da passiert einiges. Habe ich so immer das Gefühl. Ganz hinten, also ganz hinten. Platz 15 rum, hier, wo sie hier nebeneinander fahren. Da wird's doch ganz schön. Ja, Platz 15 war gerade eine gute Schätzung. Aber ja, alle ordentlich beieinander. Naja, Platz 14 müsste das sein. Da ist noch ein Motorschaden. Ja, Martin Stellinger. Oh, halt dich da außen. Oh, der wird immer von der Bande wieder zurück. Ja, und jetzt fahr bloß rein in die Box. Oder nicht mehr in die Box. Stell dein Auto einfach hier innen ab und gut ist. Nee, er fährt in die Box. Ich meine. Ja, aber weg von der Strecke immerhin. Also, ja, das da nichts. Voll aus und wir schauen weiter nach vorne. Hier, Jesse Zura, gut, der kann natürlich nicht mithalten. Matthias Lamm, Gary Hart. Hier haben wir schon Ralf Barth. Der wird so richtig eng. Ja. So, Stellinger. Ja, stellt's auch ab. Ja, aber auch noch schön an seiner eigenen Box. Also, Detailtreue. Oh, und hier. So, Gary Hart. Matthias Lamm. So, dann haben wir hier Steven Klein mit Mike Azzolin. Also, jetzt ist das Feld schon ein bisschen gelichtet. Jetzt schauen wir mal hier. Vielleicht. Ja, wir haben jetzt hier Krutschen oder von Franz fast nebeneinander. Ja, das sind Roberto Lai und Roberto Alaimo.
Und hier vorne haben wir wieder unsere drei. Und an sich besteht ja, glaube ich, die Anweisung, zumindest wäre es sinnvoll so, von hinten nach vorne zu bremsen bei einer Caution. Von vorne nach hinten würde nicht helfen. Und zwar bedeutet das, dass die letzte Position halt zuerst bremst und wenn der Vorletzte dann sieht, okay, ich kann jetzt auch bremsen, mir fährt keiner rauf, dann bremst der Vorletzte und so weiter. So, jetzt schauen wir mal wieder nach hinten. Ein bisschen hier ja, die Post ab. Oh, hier mal richtiges Grüppchen. 8 Autos müssen das sein? Oder 9 Autos? 9 Autos. Richtig. Oh, jetzt hat sich da aber einer versucht innen. Das war Klaus Immer davor. Ingo Lutz war das. Der hat das versucht, da reinzufahren. Die Lücke hat aber nicht ganz geklappt. Und dann haben wir hier Platz 15 Gary Hart. Oh! Da stehen drei Namen, aber ich habe nur ein Auto gesehen. Ja. Okay, ja. Yeah. Jetzt. Drei Autos. Das war ein Bus, sagen wir mal. Ganz, ganz dicht in einer. Und hier haben wir Jesse D'Souza, der fährt ganz allein und kann eigentlich nur hoffen, dass die nächste Caution kommt, bevor er vom ersten Eingang wird. Ja, Martin Springer hat das Rennen aufgegeben. War nicht anders zu erwarten. Oh! Ja, das war ein Lag. Das sah erst aus, als ob da einer Bekanntschaft mit der Wand gemacht hat. Aber, da haben wir auch wieder hier schön aus. Unser Lieblingsgruppe schon wieder. Noah Nicky war da außen und Steven Klein schiebt so Stück für Stück vorbei. Ist auf der 12. Oh, auf der 13. Oh, Steven jetzt auf 11 vor, genau. Ja, häufige Positionswechsel sind ja ganz normal. Genau. Vorne die drei braucht man eigentlich nicht im Auge zu behalten, weil ich glaube nicht, dass die drei einen Unfall bauen werden, dann werden die schon aufpassen. Ja, jetzt aber in dieser Gruppe da hier, das kann schnell mal passieren, mal kurz ja. Wieder ein kleiner Rempler und dann ja. Kann schon nichts mehr machen. Wenn es einen kurz auf der Hinterachse hochhebt, dann hat der dahinter schon nichts mehr zu lachen. Ja, dann kannst du nur noch hoffen, da dass dann nicht irgendwie noch jemand kommt. Ja. Auf jeden Fall kommen die drei jetzt mit Gary Harter, die Gruppe, die kommen jetzt ran, das sieht man schon. Hat man mich gerade husten gehört? Größer. Nein. Nein, das ist gut. Ich habe nämlich gedacht, weil hier meine Leuchte kurz aufgeleuchtet hat, dass man mich hätte husten gehört, weil ich habe eigentlich das Mikrofon ausgestellt, aber dann war es wohl irgendwas anderes, was man gehört hat. Das war gar nichts, was man gehört hat. Ich habe jetzt nicht wirklich was gehört, also. Okay, gut. So. Vorsicht, Leute. Lasst euch da schön Platz. Bumpdrafting ist ja schön und gut. Aber nicht übertreiben gegen die aber, Wände. Ja, und vor allem, das macht man Front an Heck und nicht vorne rechts an hinten links. Also. Nicht, dass hier der eine einfach mal den anderen dreht, den Vordermann. Das wäre ja nicht Sinn und Zweck der Angelegenheit. Und die Gefahr besteht, schau mal, beim Chris Darms und der Chris Schub. Also einmal das schwarze Auto und dann das Auto, was hier gerade so mit King Fisher vorne drauf ist, so gepainted ist wie Force India. Die beiden, da geht meiner Meinung nach eine große Gefahr von aus. Ohne jetzt den beiden Herren. Ja, die Fahrer muss ein bisschen da versetzt. Ja, eben. Das ist gefährlich. Ich meine, ich will den beiden Herren nicht zu nahe treten, können fahren. Das sieht man ja hier. Aber versetzt nebeneinander zu fahren, ist schon gefährlich. Aber die Gruppe, die hält sich hier, kann man nichts sagen. Ja, definitiv. Also das ist schön. So, und Bernd Köhler und was immer, die setzen sich jetzt hier gut ab. Ganz, ganz langsam. So, wir haben jetzt das sehr schön. Unten eingeblendet Platz 4 Roberto Lai und wir sehen Klaus Immer. Sehr gut. So, und Jesse D'Souza ist eingeholt. Jetzt bei einer Caution wäre er der Lucky Dog. Also, sein Auto ist auch ramponiert. Also, was soll er machen, Mensch? Ja, aber er fährt so. Ja wenigstens noch von daher. Ja, das ist ihm auch super. Hoch anzurechnen bei dem legierten Auto. So, jetzt setzen sich hier wieder drei ab. Azolin, Klein und Darms. Na gut, Darms,
Der ist 20, da irgendwas um Platz 20 rum, also der ist schon überrundet. Aber fährt er wieder mit? 22, aber ja, gut. Er fährt in der Gruppe mit, er hilft auch der Gruppe damit. Genau. Wenn größer als zwei oder drei Leute, dann werden die Gruppen insgesamt zu langsam. So, vorn die ersten drei, die haben es mittlerweile schon 6 Sekunden. Auf Platz 4 Roberto Lai abgesetzt, sind die sogar schon 7 Sekunden, also vorn davon ein ganz schönes Tempo. Ja, aber die werden auch immer wieder durch die Cautions eingeholt. Wenn die Cautions nicht gehabt hätten, die würden sich jetzt ins Fäustchen lachen. Das wäre ein Dreikampf da vorne. Ja. Sieben Klein ist es jetzt immer noch, aber halt. Sieben Klein hat den einzigen Fehler gemacht, dass er halt in die Box gefahren ist. Aber vielleicht kommt ihnen das auch noch wieder zugute, weil die drei davon müssen auch irgendwann rein. Genau. Früher oder später. Das sind, glaube ich, die einzigen, die noch nicht in der Box waren, die drei davon. Ja, kann durchaus sogar sein. Schau gerade mal. Ja, alle waren in der Box, bis auf die ersten drei. Ja. Kein Wunder, warum die vorne sind. Die sind ja leichter. So. Die haben sich jetzt auch wieder einen schönen Vorsprung rausgefahren, ey. So, und jetzt hier wird's wieder enger. Köhler und Immer kriegen jetzt Besuch von Azolin, Klein und Darms. Also Fünfergruppe. Ja, die quasi. Die drei fahren. Der Dreier zu. Oh, und alle sind so rausgekommen. Holla. Der Dreierzug wollte am Zweierzug vorbei, aber. Ja, hat's auch geschafft, ne? Der ist mal an. Der Dreierzug ist jetzt komplett vorbei. Azolin, Klein, Darms, das waren die drei. Gut, Jesura müssen wir jetzt mal rausrechnen. Den rot-pinken dahinter. Und Köhler ist jetzt an Darms dran. Die machen jetzt ein Zweier-Duo. Der Köhler macht auch Bernd Köhler macht auch so ein kleines, ich nenne es gern Inselhopping. Der hat sich ebenso den Klaus Immer genommen, ist mit dem zusammengefahren. Jetzt sind ein paar schneller, jetzt hängt er sich an die ran. Lässt den Klaus Immer so ein bisschen im Stich. Und der fällt jetzt natürlich zurück, weil er keinen Windschatten und nix hat. Tja. Jetzt kommen die anderen hinten ran. So, oh, Chris Darms schert da aus. Vorsicht, meine Herren. Was? Aber ging gut. Ja. Man muss sich nicht immer zeigen, schon gar nicht auf dem Oval. Die merken irgendwann, dass man da ist. Früher oder später. Ist ja genug Zeit. Die werden langsamer, kann das sein? Ja, es gibt... Gelb, ja, ihr habt Caution. Ach, hört mir doch auf, Leute. Matthias Lamm fällt zurück und Gary Hort fällt zurück. Was habt ihr denn gemacht? Ja, Matthias Lamm und Gary Hort. Noah auch. Die drei sind wohl kollidiert. Ja, ja. Noah, schau mal, Noah ist auch langsam. Ja, hier, oh, hier. Da gab's den Fall. Und da hat sich einer schon früh gedreht. Matthias Lamm. Ja, was du gesagt hast, mit dem Schubsen und das. Ja, apropos Schubsen, Chris Schub war's. Ja, und dann in diesem... Moment, das will ich aber nochmal sehen. Wo ist denn Chris Schub? Da. Nehmen wir mal die aktuellen Ja, hinten rechts aufs Auto und dann ist er natürlich weg. Und dann haben natürlich Hinterfahrten keine Chance. Wenn du das schon siehst, du hast jetzt keine Zeit mehr zu reagieren. Oh, und da haut er natürlich voll rein. Und dann nimmt er auch noch hier den nächsten mit, den Ingo Lutz. Die nächsten zwei. Oben, dann nimmt noch jemand. Oben ist noch einer mit. Das ist Noah, der da oben noch rein. Den nimmt er mit. Und der hat jetzt fast nochmal mitgenommen. Nee, das war nicht Noah, das war Wagner, der da oben rein ist, oder? Ja, das ist Wagner, der da oben rein ist. Ja, genau. Noah hat das Ganze irgendwie umschifft. Ja, warte, machen wir zurück, da hat man, glaube ich, gesehen, wie das Noah umschifft hat. Da hat er, glaube ich, eine Vollbremsung fast hingelegt. Da hat das gelbe Auto unten, müsste Noah sein, das gelbe Auto drin, genau. Schauen wir mal hier. Hier sehen wir ja so ein bisschen die Anzeigen, da kann man ja erkennen, was er gemacht hat. Da. Zack, und da sieht man ja, wie die Drehzahl runtergeht. Ja, einfach nur bremsen und hoffen und jetzt sieht er nur noch, dass da irgendwie was abfliegt. Ja, was willst du da anders machen? Einfach nur hoffen. Oh.
Ja, aber er hat's gut umschifft, das muss man ihm lassen. So, wir gehen jetzt wieder live drauf und dann sehen wir hier wieder ein ziemliches Chaos. Ganz vorn immer noch, ja, unangefochten eigentlich, Sandro Petrocciello. Mensch, die fünfte Caution müsste das jetzt schon sein, wenn ich mitgezählt habe, richtig? Und die ersten drei, der Vorsprung ist wieder weg, der mittlerweile 9 Sekunden war. Ja, die werden sich in den Arsch beißen, glaube ich. So, und, oh, Tilo Bonkowski ist der Lucky Dog. Schau mal, wo ist er? Hier, ja. Platz 18. Dementsprechend jetzt 18 Fahrer in der Führungsrunde. The road will be open this time. Ey, wir haben gerade mal 40 Runden absolviert, das ist ein bisschen wenig, oder? 41. Ja, wir haben jetzt, wir werden definitiv, da bin ich mir jetzt sicher, ja, die Renndistanz, die 120 Runden nicht schaffen. Es wird ja nach 2 Stunden, also das kann man jetzt glaube ich sagen. Das wird nicht mehr zu schaffen sein, da jetzt nee, noch 80 Runden in, wann haben wir angefangen, 20.15 Uhr? Ja, ungefähr so. Ja, also in, über 55, in 55 Minuten noch. Ja, das wird nix. Also in 55 Minuten noch 80 Runden. Bei einer Rundenzeit von 46 Sekunden, das schaffen wir nicht. Da können wir uns verrenken, wie wir wollen. Also das wird hier nicht auf 120 Runden hinauslaufen. Dann auf 2 Stunden. Richtig. Jetzt fährt er gleich noch tanken. Ich sehe gerade, es ist noch genau 1 Stunde. Also, ja, 59 Minuten und 20. Aber noch ziemlich genau 1 Stunde. In 60 Minuten 80 Runden schaffen wir nicht. So, hier sehen wir mal, wer in der Box ist. Lutz, so, habe ich da gesehen. Azzolin auf 1, damit war die Führungsgruppe drin. Genau. Hier sehen wir's. Koch ist vor Petrocciello wieder raus. Der ist auf Platz Meier. 5. Und alle waren drin. Schau mal, alle waren drin. Außer Azzolin, Klein und Köhler. Und Matthias Koch, der ist noch auf Platz 4. Der ist ja gerade rausgekommen. Stimmt, der ist gerade rausgekommen. Schlafmütze. Mann. Ich hab's ja dann noch mitgekriegt. Ja, aber spät. So, und Chris Arms war nicht drin. Aber der ist auf Platz 20. Also, ja. Selbst Tilo Bonkowski als Lucky Dog war drin. Alle! Mensch, das hätte ich echt gern gesehen, wie sie alle auf einmal abbiegen. das ist immer sehr schön anzusehen, wie dann so eine ganze Schlange von Autos auf einmal in eine Richtung wegfährt. Nur Mike Azzolin, Steven Klein und Bernd Köhler. Die einzigen drei, die halt draußen geblieben sind. Ich bin gespannt, was Koch, Petrocciello und Meier jetzt machen. Werden die jetzt einfach so dann vorbeifahren? Oder werden die mit denen zusammenarbeiten? Also da bin ich echt gespannt. Rein theoretisch von der Zeit gesehen, könnten sie ja wegfahren. Ja, man muss ja immer auf die... Achso, von der Zeit, meinst du von der Geschwindigkeit? Genau. Von der Rundenzeit, ja. Ja, da könnten sie wegfahren, das ist wohl wahr. Aber die Frage ist, kommen sie auch vorbei? Jedenfalls haben wir noch eine Runde. Jawohl. Die Chance habe ich genutzt und habe mir mal was zum Naschen geholt. Also auf jeden Fall im Safety Car Fahrer wird es nicht langweilig heute. Nee, das ist super. Also alle Hände voll zu tun. Ja. Okay, vielleicht haben wir am Ende sogar die meisten Führungsrunden. Ja, wenn wir hier so weitermachen, dann klappt das. Du musst jetzt auch schon so bei 20, 25 Führungsrunden sein, vielleicht? 20 eher. Ja, 20 und 20, ja, 25 ein bisschen hochgegriffen, 20 Führungsrunden, bei 43 Absolvierten, na, Petrocciello hat, glaube ich, ein paar mehr, also den ganzen Rest dann, sprich 23. Also Safety Car Fahrer bleibt noch ein bisschen draußen, dann holst du ihn ein. Würde mich ja mal interessieren, wer der Safety Car Fahrer ist, wie der heißt. Dann Mailänder wird es nicht sein, es wird ja irgendein US-Amerikaner sein. Ist wahrscheinlich schon, aber ich bin jetzt mal gespannt, was wir jetzt für Gruppen hier so haben. Insbesondere dann wieder im hinteren Feld.
Sieht aus wie noch eine Runde. Ich würde vorschlagen, wir nennen unseren. Oh, hat es da hinten gekracht? Nee, es sah so aus, aber ich glaube nicht. Wir nennen unseren Safety-Fahrer einfach mal Alan Smithy. Und zwar ist das ein. Wie heißt das, wenn man nur die Buchstaben anders anordnet? Es ist eigentlich ein Pseudonym. Ein genau. Anagramm, genau. Ein Anagramm. Aber es sieht so aus, als würde es jetzt bald wieder losgehen, weil sie haben es jetzt erstmal wieder formiert. Ja, richtig. Wir haben innen wieder Chris Dahms. Oh, wir haben jetzt innen sogar vier Fahrer. Dann geht es jetzt wohl gleich wieder los. Also nochmal kurz zur Erklärung. Alan Smithy ist ein Anagramm für The Alias Man. Was dann halt eben ein Pseudonym eines anonymen Regisseurs war es halt ursprünglich. Ja, okay. Ist so. Jetzt schauen wir mal, das Safety Car, das... Ja, die machen schon langsamer. Schau mal, die Autos dahinter machen schon langsamer. Das heißt, das Safety Car wird gleich reinkommen. Und plopp. Jetzt. Ja. Und dann geht's weiter. Mike Azzolin wird jetzt das Feld in den Restart führen. Wird sich dann wahrscheinlich zusammentun mit Steven Klein und vielleicht auch noch mit Bernd Köhler, unserem Inselhopper, wie ich ihn ja nenne. Dahinter ist der Start erst von Platz 7 mal wieder verpennt. Wieder einer der Robertos, in dem Fall Roberto Alaimo. Ach Mensch, die beiden Schlafmützen. Oh, aber da vorne geht es schon ein bisschen zur Sache da. Ja, die drei machen das hier gerade gut. Die fahren hier schön hintereinander, aber dahinter... Aber Sandro sieht so aus, als wäre er neben Matthias Koch da gerade gewesen in der Kurve. Ja. Sandro ist... Schau mal. Ja, jetzt ist er wieder dahinter. Die tun sich jetzt auch richtig zusammen. Ah, und Marco Meyer musste schon fast abreißen lassen. Jetzt muss er irgendwie versuchen, da ranzukommen. Windschatten. Windschatten ist das Zauberwort. Und er kommt nicht ran, er verhungert. Ja, aber vielleicht schafft das jetzt doch noch irgendwo. Ja, muss mit Chris Dahms zusammenarbeiten. Anders funktioniert's nicht. Er muss mit Chris Dahms zusammenarbeiten. Will er aber nicht, wie es aussieht. Ja. Will nicht. Naja, hey, ich würde auch nicht mit Überrundeten zusammenarbeiten wollen. Aber jetzt wird es ja schon schwierig. Das sind so ungefähr Das wird nicht schwierig, das kann er vergessen. Ja, vielleicht wenn er noch Glück hat, ein bisschen dann... Nee, wenn er Glück hat, bist du Caution. Ja, dann. Aber ansonsten kann er das doch vergessen. Egal, was da jetzt passiert, da hilft ihm kein Glück der Welt. Caution oder weg. Das ist die einfache Gleichung. Beziehungsweise die einfache Entscheidung. So, Azzolin Klein tun sich jetzt so als zu zweit zusammen. Und schau mal, der Bernd Köhler muss komplett abreißen lassen. Bonkowski in der Box haben wir gerade rausgekommen. So, das sieht jetzt sehr schnell aus gerade. Ich glaube, das ist immer so, wenn du gerade eine Caution hattest und die da mit ihren 50 km/h dahin düsen und dann fahren sie auf einmal wieder ihre 300. Dann haben sie auf jeden Fall die beiden Gruppen nebeneinander. Matthias Koch mit Sandro und Steven mit Mike. Jetzt nebeneinander. Ja, Leute, haut euch da nicht weg. Das wollen wir nicht sehen. Und nochmal nebeneinander. Und wir schon mal weiter nach hinten. Ganz schön zur Sache. Ja. Hier könnte es wieder die Unfallgefahr geben. Ja, genau das. Das ist ein bisschen die Kurve weiter nach außen. Da hast du es gerade gesehen? Ja. Innen doch, also Roberto Lai war das, der da sich gegen Chris Schub versucht hat. Sollte man auch nicht machen, gerade nicht zu Beginn einer Kurve. So, innen gibt es jetzt einen kleinen Zug mit Wagner, Nevi und Immer. Beziehungsweise eigentlich mit allen, und das Schub fällt jetzt ganz weit zurück. Vorletzter der Gruppe. Und Lai und Alaimo, die beiden Robertos. Die machen das gerade relativ gut, versuchen sich da jetzt ein bisschen abzusetzen, kommen aber nicht weg, kommen eher zu einer anderen Gruppe hin. Und zwar Marc Meyer,
Bernd Köhler, Chris Dahms und wer ist das noch? Wer ist der vierte im Bunde? Komm, zeig ihn mir. Ralf Barth war das. Ich hab's ganz kurz gesehen. Aber der ist schon überrundet. So, Lai und Alaimo, die kommen jetzt gut weg. Sagen wir mal, ja, da ist schon ein Abstand da. Auf jeden Fall haben sie jetzt die ersten vier schon wieder soweit abgesetzt. Das ist doch immer so. Oh, was macht denn der Roberto Alaimo da? Der fährt da fast auf dem Apron runter. Und das war, glaube ich, nicht allzu empfehlenswert eben, was er da versucht hat. Will der da vorbei? Nee, die sind doch in einem Channel, die unterhalten sich doch miteinander hier. Beiden Italiener. So, auf jeden Fall ist jetzt Sandro mit Matthias Koch wieder auf 1, also Matthias Koch auf 1 und Sandro jetzt auf Platz 2. Und die, ja, setzen die sich auch schon wieder sofort ab. Ja, ja, die haben sich auch schon ein kleines Stückchen abgesetzt. Besser gesagt, schon wieder eine Sekunde. Ja, ja, eine Sekunde sieht immer nach wenig aus. Aber ja, es ist eine Sekunde. Gut. Das sieht jetzt schon ganz schön aus, also von daher. Na ja, passt schon. Nein, ich bin kein Bayer für die Zuschauer. Aber das passt schon, hatte ich ja als Gesamtdeutsch durchgesetzt. So, die vier haben jetzt hier schön ihren kleinen Pakt, so ein bisschen, also die beiden ganz vorne haben ihren Pakt und die dahinter auch. Aber die Gruppe, Platz 7 bis Platz 12, die haben alles, ja, andere mit, als... Mit 8 Autos, weil da ist ja noch der Ralf Barth dabei und der Chris Dahms. Genau. Gut, die fahren gerade beide davor. Aber was soll's, sind dabei. So, jetzt Lai, der dann mit ranfährt, und Alaimo. Und wir behalten natürlich auch immer die Zeit im Auge, noch 48 Minuten. Genau. Und wir haben 51 von 120 Runden. Das schaffen wir nicht. Das schaffen wir nicht. 69 Runden in 48 Minuten, das werden wir nicht schaffen. Nein, da müssen also, wir fast 30 Sekunden pro Runde fahren. Deswegen. Ja, also wenn Adam Riese das jetzt von dir gehört hätte, oh Gott. Nee, also mit 45 Sekunden pro Runde würden wir 64 Runden schaffen. Bei 48 Minuten. Oder? Warte mal. Ja, doch. Müsste so stimmen. Das heißt, wir bräuchten eine Rundenzeit von etwa 40 Sekunden. Naja, nicht mal, nee. 43, 42 Sekunden. Aber wir fahren 46,5, 47 teilweise. Mit der nächsten Porsche dann können wir es ganz vergessen. Nicht mehr. Ich glaube auch, das Safety Car ist einfach nur zu langsam eingestellt. Das sollte man mal ändern. Da kann das ja nichts werden. Oh Gott, die fahren hier nebeneinander. Alaimo und Barth, Vorsicht! Boah! Und da gibt's den Dreher, Alaimo! Tatsächlich, Roberto und Alaimo und Einschlag, aber das war doch harmlos. Ja, ja, das wird definitiv die Caution geben. Ja, da hat's auch schon geblinkt. Och Mensch, schauen wir nochmal, wie das passiert ist. Hier haben wir Roberto Alaimo und dann gehen wir zurück und dann sehen wir es hier schon. Also wir müssen, glaube ich, ganze Situation sehen. Und zwar hat er hier einen, genau, hat hier einen hinten drauf gekriegt. Ja, zack, von Ralf Barth. Dann kommt er runter, fährt wieder raus, kann das Auto und halten. Aber jetzt nochmal hier eine drauf. Können wir zum zweiten Mal hinten schlagen. Aber richtig, aber richtig kriegt er einen Mittelmann. Kann er dem Ralf Barth hinken oder auch den Finger zeigen. Ja, und dann jetzt mit dem ganzen Schwung, der hat halt nochmal in die Mauer rein. So, ja, und jetzt sind wir wieder... So, was ist jetzt? Er steht. Lattfuß.
irgendwie schon so aus? Weil er steht vor der Boxengasse. Wir schauen mal weiter nach vorne. Koch und Petruzziello machen ihr Ding. Azzolin und Klein dahinter. Müssen wir jetzt erstmal alle zueinander finden. Aber was ist mit Roberto allein? Ich meine, das war jetzt ziemliches Pech, was er da gehabt hat. Das stimmt wirklich. Also da kannst du ja nicht wirklich was machen, wenn du da zwei Schläge hinten drauf kriegst. So, Jesse Jesus ist übrigens raus. Haben wir leider verpasst. Ja, was macht er jetzt? Was ist hier im Auto? Also das Auto scheint noch an zu sein. Die Drehzahl ist bei 2000, wie wir da sehen. Aber ja, was ist jetzt los mit dem Auto? Es scheint noch an zu sein. Selbst mit dem Plattfuß könnte er weiterfahren. Auch wenn das Auto steht, könnte er damit wieder anfahren. Ein bisschen schwierig, aber geht. Schade, dass da jetzt keine Mechanik rausgerannt kommen können. Ja, hör mal, die müssen auf die Strecke rennen. Ja, noch ist ja keine Strecke, ist ja sozusagen 10 Meter vor der Boxengasse da. Ja, aber eben, es ist 10 Meter vor der Boxengasse und da ist noch Strecke. Bekommt er ja nochmal einen Schubser. Ja, schauen wir mal, wo Chris Arms bleibt. der macht nichts. Aber jetzt kommt welche die Box, die könnten ihn einfach mal mitnehmen, aber nein, die fahren einfach dran vorbei, wie es aussieht. Ja. Einfach mitgenommen. Ja, auch Gary Hart. Uiuiui. auch Gary Hart macht nichts. Alle lassen ihn stehen. Ja, da würde ich mich auch an den Arsch spielen. Naja. So, schauen wir, wer drin ist. Ingo Lutz ist drin. Mike Azzolin ist drin. Steven Klein ist drin, Rehard ist drin, Bernd Köhler ist drin und Chris Schub, das müssten jetzt alle sein, ja. Schauen wir nochmal so drauf. Genau. So, dann fährt er wieder. Acht Autos sein, die drin sind. Ja, yeah, Steven Klein ist der Erste, der rauskommt. Er ist... Oh! Vor Chris Schub, der Erste, der rauskommt, dann Mike Azzolin, dann Bernd Köhler. Gary Hart und Ingo Lutz lässt sich noch ein bisschen Zeit. Ralf Barth kommt rein. Ist ja überrundet, darf dementsprechend erst eine Runde später rein. Aber das sieht auch nicht so aus, als würde er anschubsen, fährt auch dran vorbei. Ja, aber knallhart fährt er dran vorbei. So, Matthias Lamm, kommt der vielleicht noch rein? Ist ja auch überrundet, dürfte auch erst jetzt rein. Am Ende dieser Runde. Es ist ja so, dass die Überrundeten ja erst eine Runde später rein dürfen, als die in der Führungsrunde. Liegt nämlich daran, dass man eben versucht, die Überrundeten am Ende zu sammeln. Am Ende des Feldes. Ja, zumindest war es ursprünglich so. Hier wird es ja so gemacht, dass die Überrundeten zwar ganz nach vorne fahren, aber dann sich innen halten. Wir schauen weiter auf. Immer noch. So, Matthias Lamm, fährt der jetzt rein? Safety Car fährt rein. Nee. Das war in irgendjemand anders. Das ist jetzt bei mir, das ist Roberto. Chris Darms war's.
Und Roberto fährt! Roberto fährt! War es Chris, den der gerade angeschoben hat? Sah es so aus, wenn ich es jetzt richtig gesehen habe? Nö. Nee, Roberto hat es auf einmal von allein geschafft. Also hier war erst nix und dann fährt er. Er hat schon mal... Warum? Warum hat er da so lange gewartet? So, Chris Dahms kommt wieder raus. Ja, das ging schnell bei ihm. Warum hat Roberto... Also das würde mich jetzt sehr interessieren. Gut, er ist Italiener. Ich weiß nicht, bist du des Italienischen mächtig? Nein, leider nicht. Gut, ich auch nicht. Nee, mein Englisch, mit meinem Englisch möchte ich jetzt auch nicht prahlen. Das ist wirklich schon sehr komisch. Ja, wir schauen jetzt trotzdem mal vor. Ah gut, wir sind jetzt Anfang Backstretch, also da ist noch ein Weilchen Zeit, bis die wieder auf Startziel kommen. Können wir mal wieder weiter bei Roberto schauen, was er da macht. Minute ist jetzt absolviert, also eine Minute steht er da schon. Jetzt geht's weiter. Schauen, wie gut es weitergeht. Kannst du die Zeit erkennen? Oder konntest du die Zeit eben erkennen? Nein, also... Es sah mir aus wie 1:18:05, die er da gestanden hat. Also es ist jetzt nicht, jetzt weil wir eine Brille brauchen, das müsst du vielleicht bei den Leuten sagen, weil wir das einfach nur in viel, viel schlechterer Qualität sehen. Ja. Wir machen das, also wir sehen das in schlechter Qualität, damit Sie das in noch besserer Qualität sehen können. Genau. So ist das, glaube ich. Und da brauchen wir keine Brille jetzt für die Zahl. Richtig, ich habe meine eh schon auf, also das möchte ich nochmal dazu sagen. Also meine ist auch nicht irgendwie mit einer schlechten Stärke oder so, sondern das passt schon alles. So, fahr rein, komm. Kusch. Ach, schade. Nein, noch eine Runde. Ja, mindestens eine. Letzte Runde, so 2 Minuten 45 können wir veranschlagen, so für eine Runde mit dem hinterm Safety Car. Und wir haben noch 38,5 Minuten. Genau, und das noch bei nicht mal der Rennhälfte. Wir sind noch bei 56 und 120 Minuten. Genau so ist es. Also ich habe mir das erste Rennen irgendwie anders vorgestellt. Ja, noch sagen kann, was ich persönlich ein bisschen schade finde, ist, dass wir nur jedes zweite Rennen live streamen. Das heißt, das nächste Rennen werden wir nicht live dabei sein, aber das übernächste. Und da wird es entweder eine kurze Zusammenfassung von uns geben oder ein Video, das quasi die Zuschauer dann nicht irgendwie verpassen und sich dann wundern, ah, warum ist jetzt Sandro plötzlich nur noch Zehnter? Da hat er das letzte Rennen, was ich gesehen habe, gewonnen, jetzt als Beispiel. Nein, beste Ausgangsposition hat ja im Moment der Matthias Koch. Genau. Also solltest du nicht vom Sandro reden. Ja, du musst jetzt gerade seinen Namen bei mir angeklickt haben, weil ich mir jetzt die letzten Runden so angeschaut habe, wie sie gefahren sind. Ja. Und weil du gesagt hast, oder es wird ein Video geben, es wird definitiv ein Video geben, was wir dann im Vorlauf des Streams, also ja, im Vorlauf, also in der Vorberichterstattung, die heute nur 10 Minuten, naja, nicht mal 10 Minuten lang, die heute eigentlich gar nicht stattfand. Da werden wir es dann zeigen. Das ist ein Highlight-Video. Das wird dann auch kommentiert, allerdings von Fahrern. Also ich weiß jetzt nicht, wer das macht. Ich glaube, der Noah selber macht das und noch irgendjemand. Das kann man sich vorstellen, so wie so eine Formel-1-Zusammenfassung auf Sport 1. Nur mit Qualität, also in gut. Was die da machen, ist ja, naja, gut. das werden wir dann hier zeigen, da wird dann ein bisschen erklärt, wie das letzte Rennen so verlief. Das nächste Rennen wird dann in 2 Wochen sein, was wir nicht streamen. Und sehen müssen wir uns, glaube ich, wieder am 7. Februar oder so, das bin ich jetzt. Das sind dann 4 Wochen, genau, müsste eigentlich so passen, also 2 Wochen das nächste Rennen und in 4 Wochen der nächste Stream.
Schauen wir mal, ob das Safety Car auch draußen bleibt. Ich glaube, es fährt rein. Die haben sich formiert. Ja. Schade, dann könnten wir jetzt noch ein bisschen über das Datum reden. Jetzt müssen wir einen Schluck trinken. Genau, und dann geht's ja. Jetzt auch schon los. Ja, wie vorhin gesagt, es sind ja 34 Grad. Und jetzt geht's nämlich schon los, weil die fahren, glaube ich, schon ihr Tempo. Ja. Ja, spätestens jetzt auf das Ziel. Ah. So, Koch und Petruzziello sind gut beieinander, natürlich. Also, wenn sie es nicht wären, dann würde ich mich auch sehr wundern. Dann haben wir Marco Meyer, ja, das ist wieder unser Trio. Ja. Dann Roberto Lai. Hat er ja jetzt seinen besten Helfer und seinen Hinkolin verloren. Mehr oder weniger. Oh, und dann jetzt haben wir ja, Klaus immer auf 5, kommt schon nicht mehr ran. Dann Noah auf 6, ja, der geht an Matthias Lamm vorbei, aber schau mal, der Klaus fährt ganz allein. Ja. Dann Wagner auf der 7. Udo Wagner. Dach 7 Kleindreck dahinter. Auch Chris Schub noch mit dabei auf der 9. Mike Azzoli nur auf der 10. Hat aber auch Bernd Köhler direkt hinter sich. Und das ist Ralf Bahr. Nee, Matthias Lamm. Ha. War dann auch schon ein ganz schön nivelliertes Auto. Hast du das eben gesehen? Ja, also ganz. Hier rechts das Weiß. Boah. Also ganz ist was anderes. Ja. Wow, wow. So, Koch. Der kam Petruzziello vorbeigeschoben. Da wird Petruzziello vorbeigeschoben. Ja. Aber das ist ja ganz frech. Und Marco Meyer ist direkt mit durch. Oh, ja, die beiden sind gut. Die beiden sind gut. Wir sind, glaube ich, auch in einem Team, wenn ich das jetzt gerade richtig überblicke. Also, so, dass unser Auto hier. Ja, die sind im gleichen Team. Petruzziello und Meyer, das ist das Team The Jokers. Der dritte im Team Thomas Frank. Ja, den Joker haben sie jetzt gerade gezogen. Ja, ja, aber wirklich, ja. Also hervorragende Teamleistung. Der dritte im Team Thomas Strank ist ja leider schon ausgeschieden mit Motorschaden, wie wir das ja gesehen haben. Bei dem Unfall mit Jesse Jesura, der ja auch schon ausgeschieden ist. So. Dann müssen wir mal Platz 4 uns jetzt anschauen. Roberto Lai, der hält sich jetzt da irgendwie so im Niemandsland. Das ist so halbes und nichts Ganzes. Das ist, ja. Hoffen, dass irgendwie was passiert, dass irgendjemand hilft. Aber bis einer kommt, der da helfen kann, vergeht noch eine Weile. Schau mal, Platz 5. Platz 6, ich will mich verarschen. Ich will hier Platz 5 sehen, so quasi immer. Genau, und da ist nämlich schon das ganze Package dabei, von dem dann Robert vielleicht geschnappt wird. Oh, der tut mir leid. Ja, vielleicht. Er wird hoffen, dass die nicht rankommen. Da sind sie doch schon. Ja, da ist schon mal. Aber nur Nebel und immer. So, jetzt kommt Azzolin dazu. Oh ja, jetzt sind sie alle dabei. Das ist prima. Aber nicht für den Roberto. Nicht für den Roberto. Für den ist er ganz und gar. Oh, da hast du schon gesehen, dass man einen kleinen Ruckler von hinten. Ja, ja, Roberto. Roberto hat ihn da ein bisschen geschoben und er fährt noch mit. Aha. Der war ja in der Box jetzt, aber auch unter ferner Liefen, also ist ja überrundet. Schauen wir mal, wer der erste Überrundete ist. Ralf Barth nicht, in dem Mix auch nicht, oder? Nee. Das könnten die schon sein. Ich muss mal in. Nee, Matthias Lamm ist tatsächlich der erste. Genau. Der erste hier. Matthias Lamm ist der erste Überrundete. Der würde bei einem Lucky Dog profitieren. Petruzziello und Meyer machen das hervorragend. Nur irgendwie, also ich glaube, für die beiden ist der Matthias Koch so ein bisschen so eine Zecke am Bein. Also die wollen loswerden, funktionieren wunderbar als Team zusammen, aber den kriegen sie einfach nicht los. So, Klaus Immer und Noah Nevi, auch hervorragende Teamarbeit. Ja, sind ja auch im gleichen Team, wir sehen so ein VE Racing beide. Weil ich glaube, Klaus immer VE Racing 1 und Noah VE Racing 2. Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Also, ja, wie gesagt, wir haben halt hier eine schlechte Qualität bei unserer Übertragung, damit sie eben die bessere haben.
Aber es sah mir so aus. Die beiden setzen sich auch gut ab und hier haben wir dann... Oh, da gibt's ihn! Ach, Leute! Und da sind Reifen weg! Da sind Reifen weg! Das müssen wir uns mal anschauen. Dabei. Also, jetzt müssen wir mal hier... Nee, das ist... kommt's erst noch. So. Wo ist der Auslöser? Da. Jetzt ja, hier, 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 ja, ja. Oh, wieder ein Schubser links. Vorne rechts. Ja, ja. Gegen Steven Klein. Einfach mal zack. Hinten an die Seite gefallen und dann dreht sie natürlich. Und dann müssen wir mal schon. Bernd Köhler ist da. Da liegt auf jeden Fall schon mal ein Reifen. Darms ist noch und Wagner. Wagner noch voll rein. Moment. Auf jeden Fall ja. Konnte sich jetzt die Strecke mal hier von der Seite angucken. Oh, der hat das sogar noch in den Crash hineingeschoben, wenn man das so sieht. Aber ich glaube, hier sind keine Reifen geflogen. Das sind nur die Spuren. Nein, das sind die Spuren. Genau, ja. Diese schwarze Bandenspuren da. Aber da hat keiner Reifen verloren. Aber holla, die Waldfee, das ging ja ganz schön ab. Bernd Köhler war der Ursacher durch das Anschieben von Steven Klein. Ja, das sind diese schwarzen Spuren an der Mauer außen. Und damit alles wieder auf Null. Und ja. Wir haben jetzt noch 29,5 Minuten, also nicht mal mehr eine halbe Stunde. Drei Viertel haben wir also schon absolviert. Lassen Sie sich von der 56 da oben links nicht täuschen. Das ist ein Fake. für die jetzt erst zugeschaltet haben, vielleicht nochmal zur Erklärung. Es ist so, es werden 120 Runden gefahren. Werden diese 120 Runden nicht innerhalb von 2 Stunden absolviert, wird vorher abgebrochen, also nach 2 Stunden. Und da wir jetzt schon so viele Cautions hatten, so viele Safety-Car-Phasen hatten, dass wir es definitiv nicht mehr schaffen werden, müssen wir eigentlich nur noch auf die 120 Minuten schauen. The road will be open. Aber das ist einfach nicht mehr machbar. Ja, wobei für das Oval 120... das finde ich super. Oh, jetzt ist das, was du sehen wolltest. Ja, ja, Petrocello Box, Meyer Box, Koch Box, Immer Box, Navy Box. Uli natürlich nicht, Schub auch nicht, aber Lai Box, Wagner Box, Hart bleibt draußen, Klein Box, Bart bleibt draußen, Lutz Box, Köhler, war doch schon, glaube ich. Ja, der bleibt draußen. Genau. Und ja, genau vier Ingo Lutz jetzt. Warte mal. Matthias Lambox. Alain Bonkowski Box. Darms Box. Und der Rest ist schon draußen. Dann schauen wir mal. Azolin wieder auf 1. Schub auf 2. Art auf 3. Bart auf 4. Und Köhler auf 5. Da hat er ein bisschen profitiert. Petrocello. Ja, und dann Koch und dann Meyer. Also Koch hat sich wieder um eine Position vorgeschoben. Genau. An Matthias Koch vorbei. Ach, Matthias Koch hat sich an Matthias Koch vorbeigeschoben, genau. Nee, natürlich an Marco Meyer. Also er macht das immer ganz gewieft bei den Boxenstops. Versucht er immer ein bisschen weniger anscheinend zu tanken. Ich weiß es nicht. Aber es geht gut bis jetzt. Ja, 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 also er macht das ganz ausgefuchst. Er ist ein Schlitzohr. Ich glaube, das ist eine gute Beschreibung. Schauen wir mal, wie viel wir jetzt überhaupt noch insgesamt so im Rennen haben. Runterscrollen 18 Autos. Aber ich meine immerhin dafür, dass wir schon so viele Zwischenfälle hatten, gerade mal 6 Ausfälle. Ja, das ist als vertretbar sehen. Definitiv ein guter Schnitt.
Also nach, wir müssen ja von den Minuten ausgehen, nach über drei Vierteln der Renndistanz gerade mal ein Viertel ausgeschieden, das ist schon ziemlich gut. Genau. Und Gerhard hat derzeit immer noch den Boxenstopp-Rekord mit 6 Boxenstopps. Ja, so viele Boxenstopps wie ausgeschiedene. Ich glaube, da wird er nicht stolz drauf. Obwohl, okay, du, schau mal. Ja. Das ist ihm wurscht, glaube ich. Wenn der hier am Ende mit 6 Boxenstopps gewinnt, gut ab. Also dann muss ich sagen, also, und jetzt schau mal, jetzt wird sich formiert vorne schon wieder. Die Überrundeten kommen schon wieder nach vorne gekrochen, kommen nach vorne gefahren. Und also ich glaube, nächste Runde wird es weitergehen. Jetzt können wir noch 2,5 Minuten warten und dann geht's weiter. Okay, Matthias Lamm. Ja, Matthias Lamm ist ja. Oder? Nee. Ah ne, der hat sich noch vorn Roberto Alaimo geschoben. Das ist ja nett. Ich dachte, er wäre der Lucky Dog, aber wohl nicht. Obwohl, wäre er ja eigentlich, weil Benjamin nicht, Bernd Köhler. Ist auf 14 und dann ist er auf 15. Genau, aber er ist trotzdem nicht der Lucky Dog. Tja, Pech gehabt. Dann fährt er auch in den Boss. Der jetzt ist Safety Car wieder reinkommen. Die Frage ist, wird jetzt auch die restlichen 24 Minuten und 15 Sekunden noch drin bleiben, wenn es dann jetzt reinkommt? Ich hoffe mal ja, weil wir wollen auch ein bisschen Racing sehen. Ja, aber nur wieder Schleichkurs ist doof. Geht nur jetzt wiederum nochmal zum Ende des Rennens zu. Das heißt, der ein oder andere Fahrer wird dann doch noch ein bisschen mehr riskieren, weil es ja dann um Positionen geht. Mhm. Was mich jetzt noch interessieren würde, ob es hier die Green-White-Checkered-Regel gibt. Das muss ich jetzt gerade mal nachschauen, weil das halt wirklich, wenn es die gibt, dann gilt die auch beim Zeit, bei der Zeit. Also nach 2 Stunden, wenn es dann nochmal eine Safety-Car-Phase gibt, die irgendwie 5 Sekunden vor Rennende ausgelöst wird, dann gilt das ja trotzdem mit der Green-White-Checkered. Aber es scheint nicht so. Ich habe auch, glaube ich, nichts davon irgendwie gelesen. Ich hatte das Regelwerk vorhin nochmal durchgeblättert. Ja. Jetzt schauen wir mal, ob das Auto normalerweise müsste sich jetzt wieder verabschieden. Komm, fahr weg! Dankeschön. Man sieht es immer an dem Zucken, an dem ersten Zucken nach links aus Fahrtrichtung. Da sieht man das dann immer schon. Green. Endlich soweit. So, Mike Azzoni bestimmt das Tempo und ich glaube, es gibt, ja, spätestens jetzt geht's los. Ja. So, und Schub hängt schon hinten dran. Wenn man sieht fast aus, hätte er dann ein bisschen verpennt. Chris Schub schiebt ihn schon. Er hat auch einen perfekten Namen für die Nesca-Serie. Chris Schub. Nee, er wird nicht vorbeifahren. Das wird er nicht machen. Wird er in der letzten Runde vielleicht, aber vorher nicht. So, Gary hat immer noch auf 3, ich glaube, da haben wir eine gute Beobachtungsposition und der wird dann nicht rankommen. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Der wird. So, oh, oder? Nee. Die beiden davon fahren weg. Damit hat Gary Hart mich dann höchsten Patent. Dann Preziello und ja, jetzt hat er wieder den Kopf hinter sich. Der Meier muss jetzt irgendwie versuchen dran zu bleiben. Ja, dass mein Teamkollege noch helfen kann. Ja, das Doofe ist, dass sich jetzt der Koch eben so quasi als Keil zwischen seinen Getrieben hat. Oh. Gary Hart kann jetzt vielleicht helfen. Gary Hart kann jetzt vielleicht in den Windschatten gehen. Jetzt halte ich in den Windschatten, Marco. Und ja, geht in. Oh. Ja, aber Gary Hart hält sich außen. Das macht er richtig und gut. Aber auch hat sich eingreifen. So, jetzt haben wir so viele Kameras. Nee. Oh, hier, das ist schön. Hier, okay. Oh, da hinten! Motorschaden schön. Ja. Und das ist Udo Wagner. Nee, das ist. Ist das ein Motorschaden? Nee, der humpelt hier nur durch den Rasen. Das ist der Rasen, der so. Ja, jetzt. Nein, er hält doch an. Jetzt qualmt's von außen. Ja. Ah, oh, was hat er denn gemacht? Hier, oh, da kriegt er, glaube ich, einen mit.